freue mich, dass du heute hier bist für diese Stunde. Eine sanfte Yogastunde, in der wir in solche Übungen gehen, in denen du Leichtigkeit und Stabilität wahrnehmen kannst, im besten Fall. Das sind die Qualitäten, die für die Durchführung der Übungen, der Asanas, der Körperübungen auch von Patanjali beschrieben werden. Die Übungen sollen immer leicht und stabil sein. Nicht schwer und hinabsinkend, nicht trübe und nicht so locker, dass sie Larifari sind. Sie haben immer eine gewisse Stabilität und die Stabilität ist auch darin begründet, dass eine gewisse Bewusstheit da ist, die auch den Körper in der Stabilität hält. Also Leichtigkeit und Stabilität ist das Thema für diese Stunde. Dann in der Meditation oder für die Meditation findest du bitte eine gerade Haltung. Am besten im Sitzen. Und damit der Sitz leicht ist, mach es dir bequem, möglicherweise mit einer kleinen Erhöhung. Unter dem Po soll angenehm sein zu sitzen. Eben leicht. Und die Leichtigkeit betonst du, indem du das Schädeldach spürst und über das Schädeldach etwas hinaufstrebst. Und die Stabilität im Körper begünstigst du, indem du zur Ruhe kommst und ankommst. Und den Kontakt zum Boden spürst. Gleichermaßen aufwärts strebend, luftig leicht dasitzen. Langer Nacken, lockere Schultern. Ein bisschen auch das Brustbein heben. Und stabil sein in der Leichtigkeit. Ruhend, bewusst, geerdet und vom Atem bewegt. Bleibe bitte für einige Momente, während die Augen geschlossen bleiben, in der Wahrnehmung des Atems indem du die Aufmerksamkeit an den Atem knüpfst, wirst du in der Sammlung auch mehr Stabilität finden. Die Sammlung schenkt dir Stabilität, eine geistige Stabilität, nicht mehr vom einen zum anderen im Geiste schweifen, Halt finden an der Atemwahrnehmung. Während du dir des Atems bewusst bist, ist es gut möglich, dass du auch im Atem Erleichterndes, Leichtes finden kannst und Stabilisierendes. Spüre bitte das Einatmen und das Ausatmen.
lasse dir vom Atem helfen. Stabilität und Leichtigkeit gleichzeitig zu realisieren, zu fühlen. Jedes Ausatmen begünstigt ein Ankommen bei sich selbst. Vielleicht sinkst du noch etwas weiter hinab mit dem Ausatmen. Das Einatmen schenkt die Leichtigkeit, ein Unbeschwertsein und vielleicht strebst du auch immer wieder mal noch etwas weiter hinauf. Stabilität und Leichtigkeit ergänzen einander. Können gleichzeitig bestehen, schließen sich nicht aus, mischen sich auch nicht so, dass sie sich gegenseitig an Strahlkraft nehmen würden, sondern gleichzeitig ist etwas Leichtes, Freies, Unbeschwertes. Eine große Ruhe und Stabilität, ein Angekommensein auch im Physischen. Beides gemeinsam mag dir in der gleichzeitigen Wahrnehmung eine sehr angenehme Selbstwahrnehmung schenken. Nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Ich bin leicht, unbeschwert und stabil, bewusst in mir ruhend. Ich bin leicht und unbeschwert und stabil, bewusst in mir rum. Der sanfte Atem vermittelt beides. Stabilität und Leichtigkeit bringen dich in eine mittige Sammlung, ein angenehmes in sich Verweilen. Nicht nur der Körper, auch die Seele nimmt diese beiden Qualitäten gerne in sich auf.
als ein grundsätzliches, angenehmes Lebensgefühl. Ich bin leicht und frei und stabil, bewusst in mir ruhen. Wunderbare Qualitäten für diesen Augenblick, für alle Augenblicke, insbesondere für das Durchführen aller Yoga-Übungen. Leichtigkeit und Stabilität. Ein bewusstes Bei-sich-Sein in aller Ruhe, stabil. Die bestmögliche Einstellung zu diesen Qualitäten. Eine lebendige Wahrnehmung davon. Möglichst aufrechterhalten. Auch wenn wir jetzt Aufmerksamkeit wieder nach außen richten und in die Durchführung der Übungen gehen. Etwas tiefer atmen. Kommen langsam mit dem tieferen Atmen wieder in Bewegung, so wie es angenehm ist, gemütlich. Vielleicht die Beine ausschütteln. Ich glaube, dass es gut vorstellbar ist, in vielen auch vielleicht kritischen Situationen oder herausfordernden Situationen, sich diese Empfehlung aus dem Yoga abzurufen und bewusst zu machen. Und vielleicht in das nächste Gespräch oder in eine Entscheidung, in die Durchführung von irgendwelchen Aufgaben, zu versuchen, diese Qualitäten reinzubringen. Auf der einen Seite leicht zu sein, unbeschwert, und auf der anderen Seite auch stabil, in sich ruhend und nicht dieses Bewusstsein zu haben, ach, irgendwie komme ich schon durch, und da sie sich so durchzuschlängeln, sondern eine innere Spannkraft zu haben, die auf Bewusstheit beruht, auch auf Körperbewusstheit, aber auch natürlich auf ein Selbstbewusstsein, das sehr wohl die Ressourcen kennt, die Fähigkeiten kennt, aber darüber hinaus natürlich auch diese Seinsanbindung hat, die eine ganz neue Art von Selbstbewusstsein bringt, indem man sich jederzeit unterstützt fühlt, von dem Lebenswillen selbst, ja, einer Absicht, die uns hier in das Leben gebracht hat und auch durch das Leben begleitet. Dann gehen wir in die Übung und nehmen diese beiden Qualitäten mit. Wir rollen ab in die Rückenlage. Und in der Rückenlage lockern wir zunächst Arme und Beine, einfach locker hochhalten und schütteln ganz lose Arme und Beine aus, locker, locker. Schultern ruhig mit ins Spiel bringen, Beine locker bewegen, vielleicht auch mal die Arme zu den Seiten.
Ganz lose, locker. Sich keine Gedanken darüber machen, wie das aussieht, spielt keine Rolle. Vielleicht den Po auch mal ein bisschen hin und her bewegen. Locker, 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 locker. Nacken frei. Legen uns dann wieder bequem hin. Beine lang ausstrecken, auch am Boden entlang. Nochmal ausschütteln und liegen dann ganz bequem da. Spüre bitte nochmal das Pulsieren, Fließen, die Lebendigkeit im Körper. Jede Asana, jede Durchführung einer Yoga-Übung hat ein bewusstes Ende, die Durchführung und einen bewussten Anfang, die Durchführung und das bewusste zu Ende bringen. Und im bewussten Anfang nehmen wir jedes Mal immer auch so einen Hauch von Spannkraft auf, einfach weil auch Bewusstheit da ist. Ich möchte dich jetzt in einem Experiment einfach mal bitten. Wir gehen in die Einbeinhebung. Du lässt das rechte Bein einfach locker und versuch mal das rechte Bein in so ein Millimeterchen zu heben und spüre die enorme Schwere des Beines. Und dann hebst du das Bein ein bisschen höher, einfach so locker wie es ist, und dann legst du es wieder ab. Und im Vergleich dazu schließe bitte mal die Füße, so wie wir es ja immer machen, bewusster Anfang. Füße schließen, Rücken runter, Bauchdecke etwas aktivieren. Der Impuls zur Hebung kommt damit dann schon aus der Körpermitte, aus dem Bauchraum, und dann schieb dich mal über die rechte Ferse ein bisschen raus und dann hebe das rechte Bein. Und dann lässt du das Bein wieder hinunter. Und dann lass mal nochmal locker. Und vergleiche das mal bitte nochmal. Lockeres Bein, heb mal einfach hoch und merke, wie du, wenn du nicht in die Ausgangshaltung gehst, wie du dann schon so ein bisschen verschiebt sich alles. Ne? Das schwere Bein hat Auswirkungen auf den ganzen Körper. Und geh dann bitte nochmal in die andere Durchführung, Füße geschlossen, Rücken runter, Bauchmuskeln aktiviert, über die Ferse strecken und dann hebst du das Bein und das Bein hebst du vielleicht mit etwas mehr Leichtigkeit. Also das war jetzt einfach nur eine Wahrnehmungsübung. Dazu nehmen wir jetzt noch die Qualität des Atems, der Leichtigkeit vermittelt, und geben dem Atem vor der Bewegung immer so ein bisschen Vorsprung. Es kommt der Atem und dann setzt die Bewegung ein. Und weil der Atem so ein bisschen Vorsprung hat, wird die Hebung des Beines noch leichter. Also dann die Füße schließen, Lendenwirbelsäule runter, Bauchdecke ist also aktiviert, Kinn herangezogen, über die rechte Ferse etwas mehr Länge finden, aus der Hüfte etwas rausstrecken und atmen tief ein, das rechte Bein heben, hochschieben, kurz halten, Rücken runter, Kinn herangezogen und aus, langsam wieder hinab. Noch tief einheben, kurz halten und aus, hinunter noch einheben, kurz halten und aus, hinunter. Einmal zwischendurch atmen.
Andere Seite, Rücken runter, Bauchmuskeln aktiv, linke Ferse schiebt weg, tief einheben. Kurz halten und aus, hin und wieder, einheben, kurz halten und aus, hin und einheben, halten. Und aus, hinunter. Einmal zwischendurch atmen. Füße bleiben parallel. Tief ein. Nur den Kopf heben. Schau über den Körper zu den Füßen. Und aus, hinunter. Nochmal. Tief einheben. Halten. Aus, hin und einheben, halt, aus, hinunter und locker lassen. Füße kippen locker zu den Seiten. Bewege bitte den Kopf am Boden entlang von rechts nach links, ganz leicht. Dann bleibt der Kopf wieder in der Mitte liegen. Spüre bitte einen Moment nach. Erst dann gehen wir weiter. Die Füße aufstellen für die Schulterbrücke. Lasse bitte eine kleine Lücke zwischen den Füßen. Natürlich könnte man hier einfach Becken heben, senken, den Atem außer Acht lassen und viele Kleinigkeiten außer Acht lassen. Und es wäre keine Yoga-Übung. Es braucht die Bewusstheit, die Achtsamkeit. Die Zehen nochmal hochheben und lege die Zehen dann lang ausgestreckt ab. Kleine Lücke zwischen den Füßen, aber auch kleine Lücke zwischen den Knien. Als hätte man einen Klotz zwischen den Knien. Gib bitte diesen imaginären Klotz etwas Druck. So dass sich Gesäß und Beckenboden etwas anspannen. Und von hier aus gehen wir dann in die Bewegung mit dem nächsten Einatmen, Druck geben auf die Füße, Becken kippt sich langsam aufrollen, tief ein, Knie parallel, imaginärer Klotz bekommt Druck und aus langsam ab. Rollen und einmal zwischendurch atmen. Wieder tief ein, aufrollen, Druck auf die Füße, Druck zum Schluss auf die Schultern, aus, abrollen, einmal zwischendurch atmen. Wieder einheben. Druck auf die Füße, auch Großzehen-Rundgelenk fest am Boden. Aus, abrollen, im Liegen, einmal zwischendurch atmen. Ergänzen das mit der Armhebung, tief ein, aufrollen. Und die Arme heben, das macht das Ganze leichter in der Durchführung. Und ausatmen, nur den Rücken ablegen, die Arme bleiben oben liegen. Einatmen, lang an den Armen strecken.
Und aus dem hohen Bogen Arme wieder neben den Körper und im Ergebnis dürfte der Rücken ein bisschen flacher am Boden liegen. Neue Runde. Tief ein, aufrollen und die Arme hochheben, luftig leicht. Die Arme bleiben oben liegen und aus, abrollen, wenn der Rücken liegt. Tief ein, lang an den Armen strecken und aus dem hohen Bogen Arme wieder zurück. Nochmal. Tief ein, aufrollen und Arme heben, luftig leicht. Und aus den Rücken abrollen. Tief ein, lang strecken an den Armen. Und aus dem hohen Bogen die Arme wieder neben den Körper bringen und durchatmen. Wir rollen dann wieder hinauf ohne Armhebung. Tief ein, aufrollen und bleiben hier mit dem Ausatmen. Ruhiger Atem. Spüre bitte die Spannkraft, die du brauchst, um dich in dieser Position zu halten. Imaginärer Klotz zwischen den Knien bekommt Druck. Gesäß, Becken, Boden fest. Jetzt belaste bitte vorrangig das linke Bein. Das rechte Bein tief ein, hinaufheben, hochstrecken, ganz hoch in die Luft und aus parallel zum linken Oberschenkel halten. Tief ein, wieder hinauf, viel Spannkraft im Körper und aus hinunter nochmal einheben. Und aus parallel zum linken Oberschenkel. Letztes Mal tief ein, hinauf, Bein bleibt oben. Aus den Rücken ablegen und dann den Fuß abstellen. Gut durchatmen. Andere Seite. Tief ein, aufrollen. Und aus, hier bleiben, linkes Bein tief ein, ausstrecken, heben. Und aus, parallel zum rechten Oberschenkel halten. Einheben. Und aus, parallel zum rechten Oberschenkel, Knie nebeneinander. Tief ein, hinauf. Und aus, Knie parallel. Tief einheben, Bein bleibt oben. Aus den Rücken ablegen und so wie der Rücken liegt, beide Knie heranziehen und schaukeln gemütlich auf dem Rücken. Rechts, links, die Knie in Kreisen bewegen. Locker, locker im Nacken. Spannung raus, wenn du Schmerzpunkte spürst im Rücken, nicht einfach rüberhuschen, sondern sich die Zeit nehmen, in kleinen Bewegungen wiederholt über diese auffälligen Punkte drüber zu gehen, pendelnd kreisend, so wie es angenehm ist. Wenn es mit Leichtigkeit geht, gehen wir in das Schaukeln auf dem Rücken.
kurze Pause, weil Alexandra weggegangen ist und ich nicht weitermachen möchte. Wenn sie nicht jetzt dabei ist, warte ich mal ein Momentchen. Hab auf dich gewartet, Alexandra, ne? Dass wir jetzt weitermachen können. Dann fasse dann also bitte in die Kniekehlen und wenn es dann möglich ist, vom Gewicht der gestreckten Beine tief ein, sich hinauftragen lassen zum Sitzen und aus, abrollen, tief ein, hinauf und aus, abrollen und so weiter. Mit einem der nächsten Male auf dem Po ausbalanciert sitzen bleiben, mit gestreckten Beinen oder auch mit gebeugten Beinen. Halten, ruhiger Atem. Wenn es dann gut geht, wenn der Rücken das mitmacht, gegebenenfalls Knie beugen. Mit einem Einatmen die Hände mal von den Beinen lösen und aus, wieder anfassen. Mal nochmal. Tief einheben, der Rücken darf nicht wehtun, wenn der Rücken wehtut, Knie beugen, dass das akzeptabel bleibt. Und aus, wieder fassen, noch einmal. Tief ein, loslassen. Und halten, nochmal tief ein und schaukeln wieder aus, abrollen, ein, hinauf, aus, abrollen, ein, hinauf, aus, ein. Mit einem nächsten Mal oben sitzen bleiben und umfassen die Beine zum Ausruhen. Schultern locker, Kopf locker, indem du den Kopf ganz sinken lässt, entsteht eine Dehnung über den Nacken, die sich über den Rücken fortsetzt. Du atmest bitte so tief und so angenehm ruhig in den Rücken, dass alle übermäßige Spannung vom Rücken abfließen kann. Ein bisschen wie Tauwasser abfließen lassen. Langsam nochmal den Kopf heben. Strecken die Beine wieder aus. Hände neben den Hüften. Noch einmal den Unterschied spüren. Bei geschlossenen Augen wird das besser gehen. Wie es ist, wenn du dich allzu sehr und schwer und locker hinabsinken lässt. Wie viel Druck du empfindest in der Wirbelsäule. Überhaupt im gesamten Rumpf, im Brustkorb, im Bauch. Und wie es ist, wenn du über das Schädeldach etwas hinaufstrebst, etwas Spannkraft entwickelst und durch die Spannkraft mit mehr Leichtigkeit gerade sitzt. Dieses Gefühl
von erleichternder Spannkraft. Versuche dann zu erinnern, wenn wir in den Übungen sind, im Stehen, jetzt hier im Sitzen ist das möglicherweise etwas deutlicher wahrnehmbar gewesen, kannst ja auch nochmal abwechseln, nochmal sehen, wie es sich anfühlt, wenn man so ganz locker lässt, wie viel Schwere da im Körper ist und wie man sich an sich selbst belastet, ja, und wie es ist, wenn man dem entgegenwirkt, absichtlich sich aufrichtet, eine innere Spannkraft aufnimmt und in der Spannkraft es wieder leichter hat, es sich leichter gemacht hat. Ich hoffe, dass du diesen Eindruck nachvollziehen konntest und gehen dann jetzt weiter, Augen auf, so wie es geht, hocken oder in den Vierfüßler kommen. Hocke ist ein bisschen günstiger, aber wenn die Knie die Hocke nicht mitmachen, dann wäre der Vierfüßler die ersetzende Haltung, Schultern locker, Augen zu und atmen ein paar Runden in den Bauchraum, in den Raum des Beckens. Hände flach am Boden, nicht den Boden mit langen Fingern anfassen, nicht den Kopf senken, sondern Kopf hoch. Auch hier kann der Unterschied erspürt werden. Dieses Hinabsinken lassen des Kopfes erdet uns viel mehr. Ist gut geeignet, wenn wir von den stehenden Übungen runterkommen wieder und in der Hocke ankommen, ist das günstig, Kopf sinken lassen. Aber wenn wir etwas vorhaben und in die stehenden Übungen gleich gehen, ist es besser, Kopf hoch. Und man ist dann so ein bisschen eher in der Position, als wäre man auf dem Sprung. Die Haltung hat mehr Leichtigkeit mit dem gehobenen Kopf. Auch das kannst du mal ausprobieren. Wie ist es, wenn der Kopf gesunken ist? Wie ist es, wenn der Kopf gehoben ist? Es hat mehr Leichtigkeit. Es hat auch mehr Spannkraft in sich mit gehobenem Kopf. Wir gehen dann weiter mit dem nächsten Einatmen. Die Beine strecken, Kopf im Nacken. Und aus, locker lassen. Legen die Hände auf den Rücken. Die Knie beugen, nach vorne schauen, mit geradem Rücken hinauf und stehen, schütteln, nochmal Arme und Beine aus, lose, locker, Füße parallel, die Zehen nochmal hochheben, lang ausgestreckt, wieder ablegen. Und schwinge bitte so ein bisschen auf den Füßen, variiere die Belastung der Füße ein bisschen weiter nach hinten, ein bisschen weiter nach vorne. Geh auch mal ein bisschen rechts, links oder du kreist. Bemerke, wie sich die Spannkraft im Körper verändert. Je nachdem, wie du das Körpergewicht verlagert hast. Und versuche dann, eine ausbalancierte Haltung zu finden, eine mittlere Haltung, keine Betonung nach vorne, hinten, rechts oder links, ausbalanciert. Und in dem Augenblick, wenn du spürst oder meinst, jetzt bin ich ausbalanciert, gehst du in die Ausrichtung nach oben, ziehst über das Schädeldach hinauf und über die Fußsohlen hinunter. Und gut möglich, dass sich automatisch, wenn du hinauf und hinunter ziehst, in der ausbalancierten Haltung die Situation im Becken ausgleicht und du dich streckst
in der Lendenwirbelsäule. Bauchmuskeln aktivieren sich so ein bisschen. Bauchnabel eher rein, kein Hohlkreuz mehr. Das Ganze funktioniert nicht, wenn du die Knie durchgedrückt hast. Knie lass neutral, ganz leicht minimal gebeugt. Wenn du dir jetzt vorstellst, zusätzlich bei der Verbindung zum Himmel und zur Erde, wie du die parallel stehenden Beine annähern wolltest, es nicht tust, aber du wolltest es, bringst du noch etwas mehr Spannung in das Gesäß und in den Beckenboden. Und du hast vielleicht noch etwas mehr das Gefühl, dass du dich leicht und stabil wahrnimmst und aufwärts strebst. Von hier aus gehen wir in die bekannte Reihe vom Ashtakarma, Bein stabil, Beckenboden stabil, fest, geerdet und luftig aufwärts strebend. Also dann. Mit einem nächsten Einatmen die Arme zu den Seiten hinaufheben. Oben angekommen, aus Schultern runter und die Daumen verschränken. Tief ein, nach rechts neigen, Po fest und aus zur Mitte. Andere Seite, ein, nach links neigen und aus zur Mitte. Ein, hochstrecken und aus, Kelchhaltung und drehen, tief ein, nach rechts und aus, zur Mitte. Ein, nach links drehen, mittig bleiben, nicht aus der Mittelachse kippen und aus, zur Mitte. Ein, Arme hinauf, Schultern auch ruhig hoch. Und aus Schultern runter und die Hände zeigen dann nach vorne. Mit den Ellbogen tief ein nach hinten ziehen, Schulterblätter nähern sich an, hochgucken und aus Kopf zurück und Hände, Ellbogen zusammenbringen. Und hier bleiben wir, Kinn herangezogen, Schädeldach strebt hinauf, Atem fließt, Druck auf die Hände. Druck auf die Unterarme, nicht die Ellbogen sinken lassen. Ellbogen auf Schulterhöhe. Noch einmal tief ein und aus, Arme, Rücken, Beine locker lassen. Im Gegenzug wieder anspannen. Tief ein, rutschen die Hände bis zu den Knien. Gerader, flacher Rücken, Po fest, neutral, gerader Rücken. Und aus Hocken, alle Luft raus, tief ein, die Beine strecken, Kopf und Nacken und aus, locker lassen. Gesäßbeckenboden anspannen, tief ein, aufrollen, über vorne die Arme heben, Ellbogen ziehen zurück, hochgucken. Und aus Grußgeste, Namaskara Mudra, Hände vor der Brust. Tief ein, Arme auf und aus, stehen, neue Runde, ein, heben, federleicht, kein Gewicht in den Armen. Und aus, Schultern runter, Daumen verschränkt, Beine, Becken stabil, tief ein, nach rechts neigen. Aus, zur Mitte, ein, nach links neigen, aus, zur Mitte, ein, hochstrecken und aus, Kelchhaltung, Hände zeigen zueinander, tief ein, führt der rechte Arm die Bewegung an, drehen nach rechts und aus, zur Mitte, Finger straff, nicht Larifari, ein, nach links, drehen und aus, zur Mitte, ein, hochstrecken, aus Schultern runter, Hände zeigen nach vorne, mit den Ellbogen tief ein, nach hinten ziehen, Schulterblätter nähern sich an, hochgucken,
Kopf zurück und aus, Hände, Ellbogen zusammen. Bleiben hier. Druck geben auf die Hände, auf die Unterarme. Kinn etwas herangezogen, langer Rücken. Noch einmal tief ein. Aus, Arme, Rücken, Beine locker lassen. Im Gegenzug anspannen, tief ein, die Beine strecken. Die Hände rutschen bis an die Knie oder Oberschenkel, Schulterblätter zurück, gerader, neutral gerader Rücken. Und aus, hocken, alle Luft raus. Tief ein, die Beine strecken, Kopf im Nacken. Und aus, locker lassen. Rollen auf, tief ein, über vorne die Arme heben. Ellbogenzehen zurück, hochgucken, Kopf zurück und aus, Grußgeste. Tief ein, Arme auf und aus, stehen, neue Runde. Einheben und aus, Schultern runter. Tief ein, nach rechts neigen. Aus zur Mitte, ein nach links neigen, aus zur Mitte, ein hochstrecken, aus Kelchhaltung drehen, ein nach rechts, aus zur Mitte. Ein nach links drehen und aus zur Mitte. Ein hinauf. Aus Schultern runter, Hände zeigen nach vorne. Tief einziehen, die Ellbogen nach hinten, Schulterblätter nähern sich an. Hochgucken, Mini-Rückbeuge. Und aus, Kopf zurück, Hände, Ellbogen zusammen, bleiben hier stehen, Kinn etwas herangezogen, ruhiger Atem. Ich drehe mich natürlich nur, damit du das besser sehen kannst, gehört nicht zur Übung, diese Verdrehung. Kinn herangezogen, langer Nacken. Kein bisschen die Hände zum Kopf sinken lassen, Finger zeigen senkrecht hinauf. Noch einmal tief ein und aus, Arme, Rücken, Beine locker lassen, im Gegenzug anspannen, tief ein, Knie strecken, gerader, flacher Rücken, Po fest, Schulterblätter ziehen zurück, aus, hocken, alle Luft raus, tief ein, die Beine strecken, Kopf im Nacken. Und aus, loslassen, als ersten Impuls, Gesäß, Becken, Boden anspannen, runder Rücken, tief ein, mit rundem Rücken hinauf, Ellbogen ziehen nach hinten, Mini-Rückbeuge hochschauen und aus, Grußgeste, Hände vor der Brust, tief ein, Arme auf, weit, weit, weit und aus, stehen, so wie es angenehm ist, nochmal. Ausschütteln, kleines Päuschen, Knie, Schultern lockern, aber nicht erlauben, dass die Schultern nach vorne sinken. Schultern sinken immer etwas nach hinten unten, wenn sie locker hinabsinken. Für einen Moment beobachten, wie der Körper reagiert. Ganz leicht gebeugt bleiben in den Knien. Nicht durchdrücken. Spüren einen Moment die individuellen Resultate. Gehen dann jetzt in zwei weitere schöne Übungen, in denen du Stabilität und die Leichtigkeit möglicherweise gleichzeitig spüren kannst.
Die Füße stellst du wieder parallel, Zehen wieder hochheben, lang ausgestreckt ablegen, so ein bisschen beugen in den Knien. Und dann stell dir bitte vor dir, vielleicht so in dieser Größe, so etwas wie eine kleine Sonne vor oder eine goldene Kugel. Und diese goldene Kugel hältst du unten mit der rechten Hand und oben fest mit der linken Hand. Und diese Kugel tragen wir jetzt oder lassen sie schweben zur linken Seite. Mit dem Einatmen schwebt diese Kugel nach links, so ziemlich bis hinter dich. Und hinten ausatmen, wechselst du den Handgriff, rechte Hand oben, linke Hand unten. Und kommst aus, wieder zur Mitte. Drehen zur anderen Seite, ein nach rechts. Hinten angekommen, umfasst du die Kugel und kommst aus, wieder zur Mitte. Eindrehen, Kugel umfassen, aus zur Mitte, ein, Kugel umfassen, aus zur Mitte. Im eigenen Tempo immer eindrehen, hinten wechseln, aus zur Mitte. Versuche der Bewegung mehr natürliche Leichtigkeit zu geben, weniger Anstrengung. Und jeweils zur Mitte eindrehen. Die obere Hand gibt jeweils an, in welche Richtung du drehst. Ist die rechte Hand oben, drehst du auch nach rechts. Ist die linke Hand oben, drehst du auch nach links. Nur noch einmal drehen. Wenn du das nächste Mal vorne bist, tief ein, die Arme öffnen. Ausstehen, treffen uns dann wieder im Stehen. Augen zu, registrieren, so oder so fühlt sich's an. Gehen dann jetzt weiter, Augen auf, tief ein, die Arme hinauf und auf Zehenspitzen kommen, federleicht. Und aus, Knie beugen, Hände in Vorhalte auf Schulterhöhe, dann schaust du über die Hände, als würdest du bis zum Horizont zur aufgehenden Sonne schauen. Tief ein, hinauf. Und aus, Knie beugen, Knie parallel, pass auf die Knie auf, dass sie nicht x-ig zusammenkippen. Schaust über die Arme wie bei einer ganzen Landschaft zur Sonne. Ein. Aus, spürst
die Horizontale beim Ausatmen, verdeutlichst die Vertikale beim Einatmen, aus das Erdige, Stabile, ein das Luftig Leichte, das aber auch die Stabilität in sich trägt, aus hinunter genauso wie das Beugen der Knie eine gewisse Leichtigkeit in sich hat. Beide spüren. Nur noch einmal, tief ein Arme hinauf, aus über die Seiten die Arme senken und schütteln, nochmal Arme und Beine aus, so wie es angenehm ist. Steh dann bitte bequem da, Knie, Schultern locker, Augen zu, registriere die aktuellen Empfindungen, die Veränderung, das Fließen, Wärme, Pulsieren. Versuche in Tadasana, im Stehen, gleichzeitig ruhig, stabil, bewusst und federleicht zu stehen, als würdest du dich immer weiter ausdehnen, immer noch weiter werden, luftiger werden, gleichzeitig ganz da sein, ganz auf den Punkt gekommen, präsent und luftig leicht zugleich. Rollen dann jetzt ab, der Kopf sinkt hinunter, die Dehnung im Nacken spüren und den Kopf so bewegen, dass die Dehnung über den Nacken angenehm variiert wird und dem Gewicht des Kopfes folgst du dann, rollst weiter ab, Schultern ganz locker ausschütteln, Knie geben nach. Ruhig rechts, links, den Oberkörper etwas hin und her bewegen. Hocken dann einen Moment, beziehungsweise du gehst nochmal in den Vierfüßler. So wie es gut geht und diesmal kann der Kopf dann auch hinabsinken, um es noch mehr zu verdeutlichen, jetzt hier wieder ganz am Boden anzukommen. Lösen die sitzende Haltung dann nach vorne hin auf. Finde bitte im Fersensitz eine bequeme Haltung, vielleicht mit Kissen oder Bänkchen unter dem Po, so dass der Sitz tatsächlich die Qualität haben kann, gleichzeitig stabil und leicht zu sein, mühelos, Hände auf dem Schoß, Schultern locker. Registriere zunächst den Fersensitz, komm hier an, über das Schädeldach etwas hinaufstreben, gleichzeitig die Erdung spüren, Kontakt zum Boden, aber auch die Schwere im Becken.
Gehen für 9 Runden, dann in Savitri Pranayama, den rhythmischen Sonnenatemrhythmus 8-4, 8-4, der gewebsaufbauend wirkt, ordnend wirkt, Stabilität herstellt in aller Luftigkeit des Atems. Versuche dich bitte so zu entspannen im Rumpf, dass der Atem dich ganz leicht bewegen kann, in den Bauch gehen kann, in die Brust gehen kann, aufsteigen kann in den Schultergürtel. Wir atmen 8 Sekunden ein, halten 4, 8 Sekunden aus und halten 4. Zunächst vollständig ausatmen, ausatmen, ausatmen. Achtzehnt ruhig. Eins, zwei, halten. Zwei, drei, vier, acht aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nicht atmen. Zwei. Ruhig 1, 2, 7, 8 aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und halten. Ruhig 1. Halten. Aus. Ruhig ein. Halten. Ruhig ein. Halten. Ruhig ein. Halten. Aus. Ein. Halten. Langsam aus. Langsam ein. Halten. Aus. Halten. Ruhig ein. Halten, aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
sieben, acht, halten, zwei, drei, vier, ruhig ein. Halten und ausatmen, beenden für den Kinnverschluss noch einmal sehr tief ein. Nicht atmen, Luft anhalten, kein Problem daraus machen, einfach kurz Luft anhalten. Bisschen nach vorne lehnen, bisschen hochheben, langer Rücken, Kinn runter zur Kehle, Schulter nach hinten unten, halten einen Moment. Bis zu einem eigenen Maß. Wer kann, schluckt einmal. Ausatmen zu deinem Zeitpunkt. Kopf hoch und treffen uns dann wieder. Gut durchatmen. Die Veränderungen bemerken. Lösen den Sitz, die Beine ausstrecken, ausschütteln und du kommst dann bitte in die Rückenlage und ich bleibe direkt sitzen für die abschließende Entspannung. In der Rückenlage schüttel bitte nochmal Arme und Beine aus oder schaukel auch nochmal auf dem Rücken ein bisschen, gehe nochmal in eigene kleine Bewegung, vielleicht Kopf nochmal hin und her rollen, vielleicht nochmal anheben, fallen lassen, Arme und Beine, vielleicht einfach nur die Kleidung zurechtrutschen, Rolle unter den Knien, Kissen unter dem Kopf vielleicht, vielleicht Decke. In der gewählten Haltung dann zur Ruhe kommen. Den Nachhall betrachten. Aufgrund dessen, was wir vorher alles so gemacht haben. Die Veränderungen bemerken. Spüre bitte noch einmal gleichzeitig in Shavasana den Kontakt zum Boden, die Erdanziehungskraft und das Ausgerichtetsein über die Vorderseite des Körpers zum Himmel. So, dass auch die liegende Haltung gleichzeitig etwas geerdet, stabilisiertes haben kann und etwas luftig, leichtes, aufwärtsstrebendes. Über die Kontaktpunkte zum Boden kann nun all das aus dem Körper hinaus fließen, was noch als beschwerend, unangenehm, störend wahrgenommen wird. Alle übermäßige Spannung, alle Unruhe, jeden inneren Disput abfließen lassen. Es sich nicht mehr schwer machen, das Beschwerende abfließen lassen. Der physische Körper entspannt sich und beginnt sich damit immer wohler zu fühlen.
in den Füßen und in den Beinen Ausschau halten nach der Wahrnehmung von Entspannung, weich, warm, ruhig, erleichtert, frei. Wie du die Entspannung wahrnimmst, ist individuell, auch tageskonditionsabhängig. Registriere einfach. So erlebe ich jetzt die Entspannung in den Füßen und Beinen. Und vielleicht sind die Empfindungen angenehm genug, um sogar Freude darüber zu entwickeln. Wie schön, dass sich der Körper so anfühlt, wenn ich entspannt bin. Und dann durchdringe bitte mit deinem wachen Geist, deiner Bewusstsein, den Rumpf, Becken, Rücken, Bauch und Brust, Schultergürtel. Und beobachte auch hier, wie sich die Entspannung ausbreitet. Spüre die schon vorhandene Entspannung und die Verdeutlichung, die Vertiefung der Entspannung. An der Oberfläche und in der Tiefe individueller, klarer, unverkennbare Wahrnehmung der Entspannung. Die Entspannung ist ein fließendes Ereignis. Immer wieder verändern sich Einzelheiten. Es ist nicht starr. Und selbst wenn du meinst, jetzt habe ich schon ganz losgelassen, wird es immer noch so sein, dass du in einem nächsten Moment noch etwas tiefer sinkst, noch etwas mehr loslässt, dich noch etwas mehr öffnest. Das Ereignis geht weiter. Und so, wie sich die Beine und der Rumpf entspannt haben, beobachte dann bitte auch die Entspannung in den Armen, in den Händen. Die schon vorhandene Entspannung wahrnehmen, auf Kleinigkeiten achten, zarte Eindrücke. Und wach genug sein, um zu spüren, wie sich das weiterentwickelt und löst und befreit und öffnet, immer fließender wird, immer lebendiger. Umso freier du wirst, umso stabiler, kraftvoller wird deine Vitalkraft. Wir gewinnen an Stärke in der Entspannung. Spüre nun bitte auch den Hals und den Schädel. Der Kopf lässt sich tragen und deutlich zu erkennen zeigt sich die Entspannung als sich verändernde Empfindung in der Kopfhaut, im Gesicht. Auch die Sinne entspannen sich. Das Gehirn entspannt sich. Die ruhigen Gehirnströme beginnen zu dominieren. Weniger Gedanken drängen in den Vordergrund. Dafür wird
die Selbstwahrnehmung deutlicher. Ein schönes Erleben von der Entspannung, von Kopf bis Fuß, überall. Für einen Moment lang das Dasein genießen, sich in sich ruhend gefestigt fühlen und gleichzeitig luftig leicht befreit. Sehr angenehm. Die angenehmen Veränderungen erkenne bitte als zu dir gehörig, nichts Fremdes. Und weil es zu dir gehört, kannst du auch jederzeit darauf zurückgreifen. Sanft. Den Atem nun wieder bemerken, absichtlich etwas tiefer atmen und mit dem tieferen Atmen bringst du die Aufmerksamkeit dann auch wieder nach außen, bewegst dich so, wie es angenehm ist. Wir treffen uns dann noch einmal im Sitzen, bestätigen uns selbst die angenehmen Veränderungen, nehmen dafür Namaskara Mudra ein, dass wir vor der Brust halten, Grußgeste, sprechen unser fühlendes Herz damit an, fühlen die tatsächlichen Veränderungen. Ich bin ganz da, wach, bewusst und erleichtert. Nehmen die Hände vor die Stirn und bestätigen uns die Ruhe und die Klarheit im Geist, die es ermöglicht, uns selbst bewusster zu sein. Nehmen die Hände vor den Mund, hegen die Absicht, in dieser Weise auch zum Ausdruck zu kommen, sich selbst bewusst, leicht und frei. Nehmen die Hände noch einmal vor das Herz und spüren die Stabilisierung, die sich zeigt in der Selbstbewusstheit, die ihren Mittelpunkt im Herzen hat und die Leichtigkeit, die damit verbunden ist, in sich ruhend zu sein. Im Herzen verankert. Verneigen uns noch einmal vor dem, was wir sind, in dem wir sind und dem wir begegnen, in unseren Mitmenschen und der Welt. Ich hoffe, es hat Freude gemacht und jedes Üben ist ja immer wieder so ein Schritt weiter gehen, noch ein bisschen weiter gehen, sich noch besser kennenlernen. Und ich hoffe, dass hier auch wieder so ein paar Schritte dabei waren. Bis dann, bis zum nächsten Mal.